Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir werden Portal Revolution spielen. Das ist gerade erst rausgekommen und war irgendwie so ein Community-Projekt, habe ich mir noch nicht ganz durchgelesen. Auf jeden Fall soll es die Story von Portal 2 weiterführen und da bin ich ganz gespannt drauf. Ich kenne nichts von dem Spiel. Ich habe es gerade erst gestartet und nur mal ein bisschen die Grafik konfiguriert. Ich habe noch keine Sekunde hier gespielt. Das sieht aber hier schon schön auf. Der menschliche Rohstoff. Wollen wir das mal auswählen und wo drücke ich Play? Hier. Und da sind wir schon, hoffentlich. Aha, kann ich was machen? Kann mich zumindest umsehen. Sieht ja cool aus. Ich habe keinen Körper, ich bin nur ein Kopf, der hier liegt. Schade eigentlich. Oder ich liege ganz dick unter der Decke. Okay. Müssen wir wohl warten, was da oben so zusammengefahren wird? Good morning, Test Subject. You have been in suspension for 72 days. The Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center congratulates you on your 36-year sleep anniversary. Dankeschön. You have been selected as a potential candidate for our Human Emergency Response Team. Please review the agreement provided on the nearby monitor. Okay, wo ist der Monitor? Oh, meine Mausgeschwindigkeit gefällt mir nicht. Ein Glück habe ich eine Maus, an der ich das durch Knopfdruck erhöhen kann. Oh, wir sehen gut aus. Schön rot habe ich auch noch. To be accepted into the Human Emergency Response Team, you will now participate in an advanced difficulty testing track where your problem-solving skills, athleticism, in response to increasingly hazardous conditions will be evaluated. Sehr schön. Also die Please englische... press the button to accept the terms. Achso, den Button. Okay, das machen wir gleich. Ich wollte noch sagen, die englische Stimme gefällt mir richtig gut. Die ist wirklich richtig gut. Es gibt leider kein deutsches Audio. Aber es gibt deutsche Untertitel und deutschen Text, das sollte reichen. Einmal unterschreiben. Thank you for volunteering. Gern geschehen. The door will open in 3, 2, 1. Sieht das hier abgeramscht aus. Geile Musik. Geile Geräuschkulisse. Okay, wir haben sogar Untertitel für Türen, die sich öffnen und schließen. Allerdings in Englisch. Müssen wir nochmal eventuell in die Optionen gehen. Vielleicht lassen wir sie auch einfach drin. Obwohl, nö. Lift Arrival, das brauchen wir nicht. Optionen, Audio. Nur Dialoge, das soll passen. Sprache für Untertitel Deutsch. Reicht. Weiter geht's. Welcher fetter Arsch ist da denn auf die Glaspaneele gefallen? Das könnte meiner gewesen sein. Ah, hier haben wir wieder Icons unten. Die kennen wir doch, die meisten zumindest. Bisschen verblasst sehen die aus. Und dieses schöne Feld hier. Wo ich keinen Würfel mehr durchnehmen kann. Na, also ich im Real Life würde nicht in die Aufzüge passen. Ich bin etwas breiter in der Mitte. Aktuell irgendwann mal abnehmen. Subjects may experience symptoms of mental defects after long-term chemically induced hibernation. Oh, das kommt hin. So geht's mir auch. You will now participate in a brain damage evaluation survey to determine just how damaged your brain is. Na gut, dann schauen wir mal, wie das steht. If your brain is sufficiently operational, press the button in front of you and continue the test. Na gut, schauen wir mal, wie funktionsfähig unser Hirn noch ist. Very good. Please walk through the portal and continue testing. Your self-reported status is more than sufficient for testing. Okay, wir dürfen uns selber diagnostizieren. Dann glaube ich, uns geht's gut. Nur minimaler Hirnschaden. Beugt mich ein. Die Leuchten korrespondieren. War das in Portal 2 auch schon so?
Portal 1 habe ich ja erst letzt gespielt, zumindest die RTX-neue Version, wo alles fancy aussieht. Deswegen Portal 2 ist bei mir eine Weile her. Da habe ich gar nichts machen müssen. Fällt da noch was raus? Am Anfang läuft es ja so einfach hier. Und ich schätze mal auf den Knopf drücken, dass dann noch einer drauf landet. Wunderschön mache ich das. Manchmal muss man sich auch selbst loben. Eine Kamera, die verfolgt uns wieder. Können wir allerdings nicht... Please be advised that noticeable damage to eyesight is not part of any test protocols, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill, which in semi-rare cases may emancipate some of the light-sensing rods and cones inside your head. Ach, das ist in Ordnung. Wir haben ja einen Vertrag unterschrieben. Können uns, beziehungsweise wir können die sicher nicht verklagen, wenn wir blind werden. Ist das hier ein Geheimversteck da hinten? Nee, leider nicht. Erstmal schauen, worauf wir uns einlassen. Eine Portal Gun. Ah, die verschießt das Blaue. Dann hab ich's jetzt verpasst, als es hier war. Ah, wird ja gleich kommen. Na, mach hin. Also, ich darf nicht im Weg stehen wahrscheinlich. Ah, das kommt davon, wenn man nicht einfach schnurstracks auf ein Portal geht. Muss mal warten, bis sich das Teil rotiert hat. Jetzt kommt's. Achtung. Wunderbar. Kann ich hier rüber hüpfen? Nee, natürlich nicht. Dann wird's aber gleich da eins reinschießen. Und dann Portal Gun hier. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. Sehr gut. As a candidate for the Human Emergency Response Team, you are expected to adapt to all dangerous situations and as such will not be informed about the device's safety hazards. Das ist aber nett. Wir werden nicht informiert über die Safety Hazards, da wir auf Gefahren reagieren müssen. Ist das nicht toll? So, einmal zum Ausgang haben wir es geschafft. Also das Spiel ist bis jetzt echt klasse. Ist vor allem kostenlos für alle, die Portal 2 haben. Ah, ich liebe Community-Projekte. Bitte bleiben Sie ruhig. Na gut, ich gebe mein Bestes. Sind wir denn hier gelandet? The performance in the next test chamber will be timed to measure puzzle solving and execution speed during extreme wind and weather conditions. In the rare case that wind and weather conditions appear to be ordinary, please stay idle in the entrance foyer until the desired conditions are met. Okay, extreme Wind- und Wetterbedingung. Okay. Muss ich hier raus? Ja. War so dunkel. Hab den Ausgang fast nicht gesehen. Mist, ich hab nur noch... Ich hab nur das blaue Portal im Moment. Ich dachte, ich könnte eine Kamera... Ah, jetzt kann ich die Kamera abschalten. Oh, schade, hat nichts gesagt. Also noch merke ich nichts von den extremen Wetterbedingungen. So, ich schätze mal, wir müssen hier zum... Portal. So, das Blaue wird dann gelöscht. Oh, schade, dass er bei den Kameras nichts sagt. So. Rein mit dir, du Würfel. So. Ah, okay, das funktioniert einfach so. Ich dachte, wir hätten noch ein Rätsel zu lösen gehabt. Okay, wunderbar, das klappt. Ah, bei dem Spiel muss man wieder denken, vor allem, weil man es noch nie gespielt hat. Ist ja furchtbar. Ich kann doch nicht denken. So, vielleicht hier durch. Nee, das wird nichts bringen. Ich schätze mal, wir müssen da oben hoch. Na gut, dann können wir es erstmal hier ablegen. Und dann müssen wir selber nochmal durch. Oder müsste man den ersten Würfel befeuern? Das sieht gut aus. Zumindest das Feld ist jetzt weg. Das heißt, wir können durchgehen, aber ich glaube,
Einen zweiten Würfel werden wir ja nicht kriegen, oder? Ne, der erste Würfel geht dadurch kaputt. Na gut. Dann legt man den hier drauf, schießen einfach da oben jetzt das Portal hin. Und dann nehmen wir den mit. Das ist unser Würfel. Und dann können wir ihn hier hinlegen. Und schon ist das Rätsel gelöst. And stop! Congratulations, Test Subject Number 1. You have set the world record for this exercise. And now officially hold first and last place on the leaderboard. Ja, wenn man als Erster ran muss, dann ist man Erster und Letzter gleichzeitig. Ich mag das, was ich hier gemacht habe mit dem Bildschirm. Aber die Aufzüge sind echt ein bisschen zu eng. Okay, what do we have here? The next test may contain concentrated amounts of electromagnetic radiation that may be harmful to the retinas of some humans. The Enrichment Center recommends to solve this test with closed eyes, as health insurance will not be provided for this specific exercise. In case the light-sensing rods and cones of your eyes have previously been emancipated by an emancipation grill, feel free to ignore the prior warning. Gut zu wissen, gut zu wissen. Da ist eine... Ach, die kenne ich doch aus Portal. Na, wie kommt man denn überhaupt da wieder zurück? Erstmal die Kamera. So, zurück kommt man natürlich übers orangene Portal. Da hätte ich mir gar keine Sorgen machen müssen. Dann würde ich sagen, theoretisch müsste man da was reintun. Hätte gesagt, das reicht, aber dafür ist auch noch irgendwie was da. Keine Ahnung. Was muss ich denn mit dem Teil machen? Ah, ich verstehe. Wir müssen das einmal bestrahlen. Okay, jetzt leuchtet die rot. Warum denn das? Ah. Ah. Das erklärt's vielleicht. Gut. Wie kriegen wir denn jetzt draußen ein Portal gesetzt, indem wir das zuerst draußen setzen? Und zwar genau hier. So. Und dann sollte das hier hoffentlich alles sein. Ja, ist offen, weil das orange. Jetzt müsste man nur elegant hier durchhüpfen. Ja, war zwar nicht elegant, aber wir sind durchgekommen. Und dann ist Testkammer 4, glaube ich, auch schon zu Ende. If you have not done so already, you are permitted to open your eyes. Sehr gut, ich mach die Augen wieder auf. Hab das nämlich gerade auch blind let's played. Before starting with the next test chamber, we would like to remind you that, so far, no experiment has yet unproven whether or not weighted storage cubes are not incapable of not feeling pain when being emancipated. Okay, das ist gut zu wissen. Vielleicht spüren die Schmerz, die Würfel. Wir werden es nicht hoffen, aber ihr könnt uns leider nicht drauf verlassen. So, ich schätze mal, der Würfel muss da hinten hin. Ja. Sieht richtig aus. So. Portal. Okay. So, jetzt muss man den Würfel irgendwie herkriegen. Wie mache ich das? Kann ich noch einen neuen Würfel einfach holen? Ah, brauche ich gar nicht. Okay, das Portal da drin. Ah, es hat funktioniert. Sehr gut. Und ich schätze, dann müssen wir die Kamera abschießen.
einfach hier rein. Wunderbar hat das geklappt. Weiter geht's. Okay. Wenn wir den Würfel hier nehmen, dann wird er bestimmt die Barriere ausschalten. Wie mein fetter Arsch das getan hat. Dann haben wir hier noch einen Würfel. Den können wir schön den Laser blocken. Ich glaube, den können wir jetzt auch hier draufsetzen. Und den Laserstrahl dann entsprechend reinleiten. Sehr schön, dass das geklappt hat. Oh, und Kamera weg. Mist. Hab nur das eine Portal, ging also nicht. Well done, Candidate. You have Dankeschön. Successfully solved 5 test chambers. To ensure a high quality of human resources, the following test chambers may include elements of danger. Extra caution is advised. Good luck. Dankeschön. Gefahren könnten vorhanden sein. Gut, das kenne ich noch aus dem normalen Portal. Hui. So, Würfel. Wahrscheinlich da raus. Dann komm zu Papa, Würfel. Komm zu Papa. So. Nein, bleib drauf liegen. On behalf of the Enrichment Center, I wish to apologize about the current state of our testing facility. Due to technical difficulties, we are unable to provide an experience of suitable quality at this time. Schon okay. Schon okay. Mit mir kann man es hier machen. Da oben kann ich auch nicht, oder? Nee. Okay. Laser. Und du bist für einen Button zuständig. Aber brauchst ein blaues Portal. Ja, und da unten ins Giftwasser gehe ich nicht rein. Portalfläche habe ich hier aber keine. Na. Schau mal hier rein. Ein Button. Was machst du? Okay. Okay, nur wenn ich drauf bin. Bin immer voll drauf. Ach, ist das schon wieder kompliziert hier. So, ich schätze aber mal, da ich hier eine Portalfläche habe und da einen Würfel, sollte der jetzt alternieren hier zwischen. Ja. Und dann können wir ihn, glaube ich, hier einfach abfangen, sobald er im Orangen jetzt. Und gefangen. So, du kommst, glaube ich, erstmal da drauf. Ist offen. So, ich glaube, das gleiche Spiel nochmal mit dem Würfel. Mit dem Laserwürfel. Gut, jetzt müssen wir aufpassen, wenn er rechts hochkommt, können wir ihn wieder abfangen. Hui. Dann hier durchlasern. Aber der Laser ist. Ah, okay. Ein Glück haben wir zwei Würfel. Damit klappt das ja. So. Und du bleibst hier. Braver Würfel. Und dann wäre die Frage, ob wir hier einfach durchs Glas kommen oder ob das Spiel sonst noch was von mir will. Nee, das sieht doch gut aus. Dankeschön. Was ist hier drin? Monitore. Eine Portalfläche. Aber sonst nichts Interessantes. Schade eigentlich. Und hier. Ein Würfel. Komm mal da nicht irgendwo her. Keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall nicht runterspringen. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber mein Bestes war einfach nicht gut genug. So, und hier? Ach, auch nur so eine Art Serverraum. Aber stellt euch mal vor, ihr müsstet in dem Büro hier arbeiten. Dann wird man ja wahnsinnig und fängt an, Leute wirklich zu testen und die nur als Versuchskaninchen zu bezeichnen und zu behandeln.
Ich mag die Grafiken, die hier dargestellt sind. Some aerial faith plates could be misconfigured and launch objects into arbitrary directions. Be careful. Na gut, Vorsicht vor den Katapulten. Da ist schon so ein heimtückisches Ding. Schau mal erstmal, was der Knopf hier macht. Ja, wahrscheinlich ein Würfel nach unten befördern. Boah. Gut. Dann rauf aufs Katapult, schätze ich mal. Hey! Au, meine Nase. Definitely wrong. Give me a second. There. Try that. Dankeschön. Good. That main plate is now properly calibrated. Okay, dann hier kommt der Würfel raus. So, Portal ist gesetzt, dann sollte irgendwie jetzt doch. Hui! So that's why there are holes in the ceiling. Ja, ein Glück gibt's die. So, jetzt sollte der Würfel aber hier durchs orangene Portal kommen. Irgendwann. Und wie kriege ich den jetzt da auf den Button? Lock. Wenn er durchs Orangene geht, kann ich ihn hier abfangen. So. Hui. Oh, und dann können wir damit springen. Wunderbar. Und jetzt muss ich da oben hin. Und wie mache ich das? Wahrscheinlich brauche ich eine blaue Portalfläche da. Komme ich in das Orangene rein? Ah! Das kenne ich doch schon. Hui! Nur kurz die Orientierung verloren. Okay. Da kommt zumindest irgendwas anderes rein als so ein... Ah, so ein rundes Teil sieht man da oben schon. Hui! Okay, da müssen wir wieder warten, bis es hier durchs Orangene purzelt. Und dann können wir es... Ob hier in Empfang nehmen. Nein, nein, nein. Nicht wegrollen. Wunderbar. Well done. From now on, all aerial faith plates should be configured correctly. I promise. Na wunderbar. Dann vertrau mal dem freundlichen, keine Ahnung, Roboter mal. So, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal.